Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strachs Wanderlust. Heute gehen wir zum Adlerhorst über den Gräner Höhenweg und zurück über den Haldensee. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran. Die Pestkapelle des heiligen St. Leonhard. St. Leonhard war ein Heiliger aus dem 8. Jahrhundert, der für die kranken Tiere so eine Art Schutzpatron war. Hier auf dem Höhenweg Richtung Krähen bzw. Richtung Adlerhorst ist es richtig schön. Schöne Ausblicke bei dem herrlichen Wetter. Wenn es nachher etwas steiler wird und ich zwei Wanderstöcke brauche, werde ich definitiv nicht filmen. Dafür habe ich nicht das richtige Equipment. Also nicht böse sein, denn Sicherheit geht mir da vor. In etwa 15 Minuten kommen wir in Krähen an. Von dort aus geht es dann hoch zum Adlerhorst. Die sind so etwa 1350 Meter hoch. Also viele Höhenmeter sind das jetzt nicht, denn wir fangen schon bei etwa 1100 Höhenmeter an. Also, kommt weiter mit. Da hinten der Berg, das ist der Ackenstein. Einer meiner Lieblingsberge im Tannheimer Tal. So, noch etwa eine Stunde und 30 Minuten, dann kommen wir am Adlerhorst an. Mal gespannt, ob ich bis dorthin filmen kann. Wenn nicht, ihr wisst Bescheid, Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Wenn wir oben am Adlerhorst ankommen, gibt es eine deftige Brotzeit. Wir sind auf dem Schneeschuhwanderweg zum Adlerhorst. Diesen Weg persönlich kenne ich jetzt auch nicht, nur andere Wege. Aber naja, mal was Neues.
Es geht zwar momentan berghoch, aber davon merke ich zurzeit nichts. Noch etwa 30 Minuten, dann kommen wir am Adlerhorst vorbei. Dann gibt's deftige Brotzeit. Nach einer deftigen Brotzeit geht es nun Richtung Haldensee. Da ich dafür Trittsicherheit brauche, melde ich mich erst wieder unten am Haldensee. Also bis später. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da oben, das ist der Adlerhorst. Dort oben waren wir. Den Haldensee haben wir hinter uns gelassen, nun gehen wir nach Tannheim, sind noch etwa 5 Kilometer. So, auf dem Weg nach Tannheim wird wohl nicht mehr viel passieren. Fazit zu dieser Tour: Die Tour hat uns sehr gut gefallen, auf jeden Fall empfehlenswert, auch für Anfänger geeignet. Man muss nur etwas Kondition mitbringen, da die Tour doch etwas weit ist. Wir schätzen so etwa 20 Kilometer. Oben am Adlerhorst kann man aussuchen, ob man den schwierigen Teil durch den Wald geht oder den leichten Teil. Das ist jedem selbst überlassen. Gleich sind wir in Tannheim angekommen. Hiermit bedanke ich mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt, einfach ein kostenloses Abo dalassen. Und wenn es gefallen hat, ein Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Es geht zwar berghoch, aber davon merke ich momentan nichts mehr. Noch etwa. Den Haldensee haben wir jetzt
Den Haltensee haben wir uns ja, auf dem Weg nach Tannheim wird wohl jetzt nicht mehr viel passieren. Da am Adlerhorst oben kann man sich den Weg für runter aussuchen, ob wir den